Der Brief an die Hebräer. Kapitel 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat, welcher, da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat und umso viel vortrefflicher geworden ist als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn vor ihnen auszeichnet. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wie er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, auch alle Engel Gottes sollen vor ihm niederfallen. Von den Engeln zwar heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Königreiches ist ein Zepter der Geradheit. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungesetzlichkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Mitgenossen. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Kleid, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie sollen verwandelt werden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen?